Ein idyllisches Gelände in der Schweiz, eine Villa und gleich daneben ein Bauernhof. Das ist das Zuhause von Jean-Claude Biver, Chef der Uhrenfirma Hublot. Seine Leidenschaft ist das Leben auf der Alpe La Neuve. Ich komme zurück zur Kindheit. Je älter man wird, je mehr kommen Erinnerungen von der ganz kleinen Kindheit zurück. Und als kleines Kind war ich oft auf dem Bauernhof. Und da habe ich Sommerferien gemacht, da war ich 3 Monate mit meinen Großeltern. Und diese ganze Atmosphäre, der Geruch, die Kühe, die Tiere, das alles ist mir ganz stark in Erinnerung. Und das wollte ich einmal wieder haben. Und heute habe ich das mir leisten können, heute habe ich das wieder. 70 Kühe hat Pivere nun auf seinen Weiden stehen. Aus deren Milch macht er Käse. Einen Luxuskäse, den der Uhrenmanager bisher nur an Geschäftspartner, Freunde oder Restaurantbesitzer verschenkt. Den Schritt zum Milchprodukt findet er nicht ungewöhnlich. Wir haben eine Tradition hier in der Schweiz. Und diese Tradition ist so stark, die gehört zum Patrimonium. Und ich möchte diese Tradition kommunizieren. Ich möchte die Tradition wieder ein neues Leben geben. Ich möchte unseren Bauern beweisen, dass wir nicht einfach alle unseren Käse an 11 Franken, das sind 7 Euro, an die Kooperative verkaufen. Wir können selbstständig, wir können eine Marke haben. Wir können, wenn wir Tradition berücksichtigen, wenn wir sehr hohe Qualität haben und wenn wir eine gewisse Exklusivität behalten. Biver will den Bauern hier helfen, nennt sie seine Leute und macht sich daher stark für den Käse, den sie gemeinsam 2011 auf den Markt bringen wollen. Und weil er am Landleben auch noch unbändigen Spaß hat, macht er jedes Jahr den Alpabtrieb zum Event. In traditioneller blauer Tracht, mit Kunden und Journalisten als Zaungästen und natürlich mit Käse. Also ich will beweisen, mir und meinen Leuten, dass es möglich ist, dass alles, was hochqualitativ ist, dass alles, was sehr stark an die Tradition angesiedelt ist, dass das einen Preis hat und dass man das vermarkten kann. In seiner Uhrenfirma Hublot gelingt Biver die Vermarktung auf jeden Fall außerordentlich gut. Beinahe im Jahrestakt bekommt er in der Schweiz Auszeichnungen als Leader of the Year oder bester Branchenmanager. Denn er geht, trotz seines Hobbys auf der Alp, in seiner Arbeit völlig auf. Aber so weit auseinander liegen sein Job und sein Hobby sowieso nicht, findet er. Also die Uhrenbranche und das Bauernhof und der Käse sind sehr eng zusammen. Die waren zusammen im 17. Jahrhundert. Da waren ja alle Uhrmacher gleichzeitig Bauer. Gehen Sie zurück in die Geschichte, Sie werden sehen, die ersten Uhrenfabriken waren die Bauernhöfe. Das Plompa-Bauernhof ist bekannt in der ganzen Welt. Also, ich gehe an die Tradition absolut zurück. Es gibt eine Verbindung. Alle Uhrmacher in Valle de Luta waren, bevor sie Uhrmacher wurden, waren Bauer. Und in La Neuve möchte Biver auch nichts anderes sein.